Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es noch einmal abschließend um die drei von Funktechnik Date zur Verfügung gestellten CB-Handfunkgeräte. In den vorherigen Videos dieser Reihe habe ich bereits jedes dieser Geräte einmal vorgestellt und ausführlich getestet, auch kritisch, wie man in dem ein oder anderen Video sieht. Mit dem Gutscheincode der Filma 5 bekommt ihr übrigens auf alle dieser Geräte 5% Rabatt bei Funktechnik Date, dazu in der Videobeschreibung mehr. Heute schauen wir uns diese drei Geräte noch einmal nicht so ganz detailliert an, sondern heute geht es mehr darum, welches Gerät ist für wen und für welchen Einsatzzweck geeignet und wie sieht es eigentlich mit dem günstigen PNI Escort HP62 aus. All das gleich nach dem Intro, also dranbleiben. Im Wesentlichen, ich packe das Gerät erstmal beiseite, haben wir zwei verschiedene Arten von Funkgeräten hier stehen. Zum einen haben wir hier die beiden direkten Konkurrenten, das President Randy 3, das neue Gerät mit Lithium-Ionen-Akku und das allseits bekannte Alan 42 in der neuen Version DS. Und auf der anderen Seite haben wir das Albrecht AE2990, steht so ein bisschen abseits, denn das kann nicht nur 80 Kanäle FM, 40 Kanäle AM, sondern auch noch SSB, also ein Seitenbandmodulation. Bei SSB handelt es sich um ein besonderes Modulationsverfahren, das mit weniger Bandbreite zur Verfügung, mit weniger Bandbreite auskommt und auch noch eine höhere Reichweite erzielt. Dazu ist SSB auch noch stromsparender, das heißt, die Batterie hält länger. SSB wird immer mehr und mehr oder FM wird immer mehr durch SSB abgelöst, gerade im DX-Bereich. Das heißt, für Weitverkehrsverbindungen kommt man um SSB eigentlich gar nicht mehr drum herum. Das heißt, wer viel DX machen möchte, der ist zwangsläufig eigentlich auf ein SSB-Gerät angewiesen, in welcher Form auch immer, ob es ein Handfunkgerät ist oder ein Mobilfunkgerät. Wer das Handfunkgerät dazu nutzen möchte, um eben oder hauptsächlich nutzt und vielleicht gar kein Mobilgerät zu Hause hat, das ist ja auch durchaus möglich, gerade mit dem Standlader und der Möglichkeit hier oben, bei allen Geräten übrigens, eine externe Antenne anzuschließen, der sollte nicht auf SSB verzichten. Wir schauen uns das aber gleich nochmal etwas detaillierter an. Ansonsten haben wir hier für die normale CB-Anwendung und gerade für den Einstieg oder den alltäglichen Gebrauch hier zwei AM-FM-Geräte stehen. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass die meisten Geräte heute immer noch nur mit AM und FM ausgestattet sind. Das heißt, wir haben hier schon eine hohe Kompatibilität, nur die DX-Funktion ist eben etwas eingeschränkt, wobei eben auch noch viele ausländische, aber auch deutsche Stationen aufgrund eben der vielen Geräte mit dieser Modulationsart immer noch AM und FM machen. Das heißt, hier Allrounder und hier etwas beschnittener Funktionsumfang, aber ist das Ganze so einfach? Nein, ist es nicht, denn ich darf keine AFU-Geräte, keine Amateurfunkgeräte hier zum Vergleich ranziehen, aber es ist schon so, dass die Modulation vom AE2990 nicht besonders gut ist. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, hier vergebe ich die Note 4 für ausreichend. Sie ist leise, in SSB haben wir relativ wenig Sendeleistung, das lässt sich durch einen Abgleich beheben. Aber alles in allem ist das für den Preis schon ziemlich mau. Aber Albrecht weiß, hier herrscht Alternativlosigkeit und wer ein SSB-Gerät braucht, kommt hier nicht drum herum. Wobei ich wirklich zum DX-Betrieb eher zu einem guten SSB-Mobilfunkgerät raten würde. Ansonsten Handfunkgerät, das ist hier die Wahl und gut, dann muss man eben auch in Kauf nehmen, dass wir hier noch ein konventionelles Akku-Pack haben, genauso wie beim Alan 42 DS, dort ist auch noch ein einfaches Akku-Pack verbaut und wer damit zurechtkommt, der ist hiermit gut beraten und zusätzlich bietet das AE2990, das muss man dazu sagen, noch die Möglichkeit einer Amateurfunkerweiterung. Das heißt, gerade für die Funkamateure unter uns unter Umständen interessant, weil wir hiermit eben auch Repeater auftasten können. Das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt und das lässt sich ganz einfach hier unter der PTT-Taste sind entsprechende Pins, die kann man ohne Öffnung des Gerätes umlöten. Somit lässt sich das Gerät einfach auf das 10 Meter Band erweitern. Also das ist schon mal ein deutlicher Vorteil.
Wenn wir sagen, wir können auf SSB verzichten, und dafür gibt es ja schon einige Gründe bereits genannt, dann sind diese beiden Geräte sehr interessant. Denn ich kürze es ab, in puncto Qualität, wir haben hier einmal das 42DS für ungefähr 150 Euro und einmal das Randy 3 für ungefähr 190 Euro. Das heißt, ein Preisunterschied von 40 Euro. Aber wir haben hier beim Alan 42DS das seit 20 Jahren bekannte alte Akku-Pack, jetzt mit Misch-Akkus, sage ich auch noch was zu, nicht optimal. Und hier haben wir einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der sich aber auch wechseln lässt. Das heißt, wir bekommen Ersatz und wir könnten auch einen Ersatz-Akku mitnehmen. Das ist alles gar kein Problem. Wir müssten hier hinten nur einmal die Schraube öffnen und dann kommen wir an das Paket ran und können es umstecken. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir jetzt mal nur die Akkus schon miteinander vergleichen, haben wir hier einen deutlichen Vorteil. Wir müssen nicht erst Akkus kaufen, der ist enthalten. Wenn wir hier Akkus verwenden, und das ist zu empfehlen, dann müssen wir ordentliche Akkus verwenden, die hochstromfest sind und auch den Leistungen gerecht werden. Ansonsten macht das alles keinen Spaß. Das heißt, zu Anyloop-Akkus greifen. 8 an der Zahl, kosten schon ordentlich Geld, da sind wir auch schon wieder bei 30 Euro. Das heißt, wenn wir es jetzt vergleichen, 150 und 190 Euro, das tut sich nicht, da tut sich nichts. Denn hier müssen wir Akkus zukaufen, hier nicht. Das ist schon so. Für die Prepper, das habe ich mir sagen lassen, ist das 42DS eher die Wahl, weil wir eben aufgrund der Batterien hier eine höhere Kompatibilität haben. Gerade in Krisenzeiten wurde mir gesagt und eingewendet, haben wir die Akkus eben zur Verfügung. Für alle anderen würde ich eher das President Randy 3 empfehlen. Das lässt sich mit Hilfe eines Ladeadapters aufladen. Wir haben hier eine Einzelzellenüberwachung, was wir hier übrigens auch nicht haben. Das heißt, der Akku wird wirklich gut geladen. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, schaltet automatisch ab. Und nebenbei, wenn wir uns das nochmal anschauen, haben wir hier ein wirklich großes Display. Ne? Und wenn wir das mal vergleichen mit dem 42DS, das ist doch eher klein und immer noch auf dem Stand von vor 20 Jahren, wobei wir jetzt hier auch, müssen wir fairerweise sagen, eine automatische digitale Rausperre haben. Haben wir hier so ein kleines Display mit einer Beleuchtung, die sich ständig abschaltet. Ne? Das muss man wissen. Also Kompatibilitätsmeister hat seine Berechtigung und hier eben der Allrounder im AMFM-Bereich für den privaten Gebrauch oder eben für unterwegs, wenn man mal eine Verbindung herstellen möchte. Für Airsoft oder irgendwelche Outdoor-Aktivitäten, das sei noch dazu gesagt, also sich auf dem Feld zu unterhalten, da können PMR-Geräte oder Freenet-Geräte von Vorteil sein, das heißt, das wäre alles hier nichts, aber im CB-Funkbereich, AM/FM, ist das Gerät der Wahl. Kräftigere Modulation als das 42DS, das kann man sagen, Ladetechnik ist super, Display ist gut, der Lautsprecher ist auch deutlich besser, es macht einen insgesamt wertigeren Eindruck. Das muss man wirklich sagen. Im Vergleich hier zu diesem Plastikbomber, wie jemand unter meinem Video geschrieben hat, das ist schon so. Der Kunststoff wirkt auch anders. Und hier auch schön gummiert, das muss man schon sagen. Eine Lampe haben wir hier oben noch, gut, wer es braucht. Aber zusätzlich noch, mag ich ja nicht so gerne, haben wir hier ein, also das mag ich nicht so gerne, wir haben hier einen TNC-Anschluss und keinen BNC. Das heißt hier, ja gut, ist jetzt noch neu, wackelt noch nicht so doll, aber hier mit Schraubverbinder ist das Ganze schon schöner, auch gerade wenn wir nachher einen Adapter aufschrauben, dann haben wir da keinen Wackelkontakt, das wird sonst nachher schwierig. Das ist gut. Ja, wie sieht es jetzt mit der Vielseitigkeit der Geräte aus? Also da tun sich alle drei nicht besonders viel. Für alle Geräte gibt es Kfz-Adapter, beziehungsweise hierfür passt der vom 42DS. Das geht schon. Optimalerweise oder am besten funktioniert das beim 42DS Multi, wollte ich schon fast sagen, weil wir hier eben den gleichen Einschubverschluss haben, diese Verriegelung wie beim Akku-Pack. Das heißt, das sitzt bombenfest. Das muss man dem lassen, auch wenn er in der Wertigkeit nicht ganz so schön ist. Bei dem anderen drücken wir den Kfz-Adapter ran und der wird hier mit zwei Nasen gehalten. Das geht auch. Etwas wertiger und schöner wirkt es aber hier. Ja? Dann haben wir noch einen interessanten Faktor, der so, wenn wir ordentlich sprechen, gar keine Rolle spielt, aber die Mikrofonverstärkung beim 42DS ist etwas besser als beim Randy 3. Das heißt, wenn ich ganz normal spreche, so,
hier reinspreche und diszipliniert, dann hört sich das hier beim Randy 3, bereits gesagt, deutlich besser an, das Signal. Voller, voluminöser und einfach vom Klang her schöner. Wenn ich jetzt hier so reinspreche, hört sich das schlechter an, bereits gesagt. Wenn ich jetzt aber meinen Sprechabstand etwas vergrößere, dann wiederum ist das 42 dS etwas im Vorteil, zumindest was die Verständlichkeit angeht. Es hört sich zwar immer noch nicht so schön an, aber das Signal ist etwas lauter, auch wenn ich jetzt noch weiter weggehe, weil das Mikrofon etwas mehr verstärkt. Wenn ich hier jetzt weiter weggehe, dann hört man das an der Gegenstation schon, dass es leiser wird. Wer ordentlich spricht, für den spielt es keine Rolle. Wer auch im Auto dann letztendlich hier diese Disziplin hat oder sich, das geht ja auch. Beide Geräte haben die Möglichkeit, dass wir ein Lautsprechermikrofon anschließen. Das ist auch Mittel der Wahl. Also im Auto müsste man, das ist ja unschön, wenn man das Gerät in die Hand nimmt. Man hat die Antenne dann natürlich abgebaut, aber hat man schon den ganzen Kabelstrang, den man dann da zu sich nimmt. Das geht schon ab und zu, aber man kann sich dann auch schön ein Lautsprechermikrofon kaufen. Ne? Aber unabhängig davon, Mikrofonverstärkung hier etwas besser. Wer hier ordentlich reinspricht, für den spielt das keine Rolle und deswegen bleibt das Randy 3 daher im Vorteil. Das muss man schon sagen. Funktionsumfang, auch wichtig. Gerade bei der Kommunikation mit mehreren Stationen oder wenn gerade die Kanäle belegt sind, ist ja im CB-Funk auch aufgrund von Überreichweiten manchmal problematisch, ist es schwierig, geschlossene Runden zu haben, das heißt nicht gestört zu werden. Und da gibt es die Möglichkeit, die schon im UKW-Bereich, aus dem Amateurfunk, lange bekannt ist und sich auch jetzt durchsetzt, neu hier, Selektivruf. Selektivruf können wir hier einstellen, das heißt, wir geben hier einen Code ein, sozusagen, einen Unterkanal. Und erst wenn dieser Code, von dem wird jedes Mal ausgesendet, wenn ich auf die PTT-Taste drücke, und erst wenn meine Gegenstation diesen Code, diesen Schlüssel empfängt, dann schaltet es die Rauschsperre frei. Vorteil, wir bleiben unter uns. Wir können zwar, während wir gerade miteinander sprechen, von anderen gestört werden, aber es ist nicht so, dass, solange niemand drückt, die Rauschsperre die ganze Zeit aufgeht. Das kann schon nervig sein. Das heißt, man ist zum größten Teil unter sich. Außenstationen haben, wenn wir die Geräte nur so stehen haben, keine Chance irgendwie hier sich durchzusetzen, die hören wir dann nicht. Das ist eine schöne Sache. Man bleibt unter sich. Ladetechnik bereits gesagt. Platz 1, Platz 2, Platz 3. Hier haben wir nur so einen altbackenen Anschluss für ein Steckernetzteil mit 180 mA. Ist gar nichts. Hier haben wir jedenfalls noch einen Standlader. Okay. Und hier haben wir einen Lithium-Ionen-Akku mit entsprechender Einzelzellenüberwachung. Das ist top. So wünsche ich mir das. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein für alle Geräte heute. Punkte Wertigkeit 1, 2, 3. Absolute, na, ich will nicht sagen Katastrophe, aber wer da auf Ästhetik aus ist, also für den ist das gar nichts, denn ein, zwei Mal angefasst, haben wir hier gleich Fettflecken drauf und ordentliche Kratzer. Hier geht es noch, hier haben wir etwas raueren Kunststoff und hier, na, das da Note 2, also das ist wirklich schon gut. Das kann man nicht anders sagen. Preis, ja, wie sieht das aus? Wir haben ja hier das teuerste Gerät, ist völlig klar. Man müsste nach Preis-Leistungs-Verhältnis schauen. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis, der Verlierer, würde ich sagen, ist das Gerät hier, weil es wirkt nicht ausgereift und das Problem ist, das ist kein neues Produkt, sondern es gibt es auch schon lange und es scheint dort nicht wirklich große Revisionen gegeben zu haben. Es wird Zeit, dass hier einfach mal ein neues Gerät rausgebracht wird. Hier sieht es besser aus mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das wirkt schon insgesamt wertiger. AM/FM, aber 150 Euro. Okay, etwas zu teuer dafür, dass wir hier die normalen Akkus drin haben und auch veraltet. Wir haben hier keinen Selektivruf. Da würde ich eher sagen 120 Euro maximal wären dafür zu veranschlagen. Und hier haben wir ein doch für ein AM/FM-Gerät relativ teures Gerät. Könnte man sagen, vielleicht 20 Euro zu teuer. Aber für das Geld bekommt man wirklich ein gutes AM/FM-Gerät. Es ist wirklich schade, dass das Gerät kein SSB hat. Wenn das nämlich SSB hätte, wären das mindestens 250 Euro, die man dafür veranschlagen könnte, wenn es auch diesen Qualitätsstandard beibehält. Hoffen wir mal, dass da noch ein entsprechendes Gerät rauskommt. Ansonsten AM/FM und Preis-Leistungssieger, das Gerät, das ist die Empfehlung für alle und lediglich für diejenigen, die sagen, nein, ich möchte unbedingt Akkus haben,
das Gerät hier. Und für Personen, die unbedingt SSB benötigen, weil sie das Gerät als einziges zum Beispiel haben, nicht so oft aktiv sind, aber doch ein bisschen mitmischen möchten, das hier SSB. Ansonsten meine Empfehlung, eher ein Mobilgerät kaufen und mit solchen hier AM-FM-Betrieb machen. Als letztes hatte ich ja noch angekündigt, das PNI HP62. Das habe ich übrigens auch im Direktvergleich mit dem Alan 42 Multi. Link oben rechts. Und wenn wir uns das mal anschauen, sieht das sehr ähnlich aus. Wir können auch das Akku-Pack tauschen. Das HPA, es wird schon ein bisschen schwierig, aber es funktioniert. Ja, das sieht sehr, sehr ähnlich aus, bietet auch genau die gleichen Funktionen und ist etwas billiger als das 42 DS. Hat aber keine digitale Rauschsperre zum Beispiel, die ist ja hier neu hinzugekommen. Jetzt könnte man als Sparfuchs sagen, ja gut, dann nehme ich eben das Gerät. Nur bei den China-Krachern, jetzt kriege ich das Akku-Pack gar nicht richtig raus. Das wird übrigens auch nicht mit beigeliefert, das muss man auch noch dazu sagen. Bei den China-Krachern haben wir eben ja das große Problem wegen der Gewährleistung. Oder eher gesagt wegen der Garantie. Denn ist der Verkäufer nicht mehr zuständig nach einem Jahr, können wir es vergessen. Es gibt dafür keinen Reparaturservice. Die Geräte werden nicht unterstützt, weil sie zu günstig sind. Eine Reparatur lohnt sich nicht. Und einschicken braucht man sowieso nicht versuchen, weil wir keinen festen Ansprechpartner haben. Das ist ein Problem immer bei China-Geräten. Da sind wir hier schon deutlich besser vertreten. Das Gerät wird auch nur irgendwo bei Amazon oder sonst wo verkauft. Und hier haben wir auch einen festen Ansprechpartner. Sowohl einen deutschsprachigen Händler als auch einen deutschsprachigen Hersteller. Und das ist dann schon viel wert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Schaut doch gerne mal rein, schaut euch die anderen Videos an zu den jeweiligen Geräten hier. Inklusive diesem gibt es jeweils ein ausführliches Testvideo. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Der Filma 5, falls ihr für die Geräte Interesse habt, würde mich freuen, für euch 5% Rabatt und für mich eine kleine Provision. Aber wie ihr gemerkt habt, doch ziemlich kritisch der Bericht. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt und auch eine Provision sorgt nicht dafür, dass ich hier jetzt alles durch die rosa-rote Brille sehe. Bis dahin erstmal vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.